Willkommen zurück zu Fallout 4 und damit gleich ein Public Service Announcement. Und zwar, mir ist gerade das Spiel nicht abgestürzt, aber runtergegangen, weil Windows Fallout 4 wieder, genau wie Skyrim, glaube ich, war es auch der Fall, für eins der komischen Spiele hält wie: Oh, ich habe in den Standard-Grafik-Modus gewechselt in Windows und habe dich deswegen rausgetappt, weil du, ja, da um Leistung zu sparen, ich bin Windows! Alter, ich wäre gerade beinahe ausgerastet wegen deiner Scheiße. Okay, ich bin echt ausgerastet. Weil das finde ich ganz so schlimm. So, ich möchte jetzt ja kurz mal was Objekt im Gebäude in der Nähe anpassen, ausbauen. Ach, ich kann hier mein Haus. Ach, ich kann. Wie steuere ich denn das hier? Ich kann hier immer noch umherlaufen. Warte mal, kann ich jetzt wirklich. Was kann ich jetzt machen? Verwerten. Okay. Und ich bin übrigens. Ich muss ganz schnell einen Mod für dieses. Ich muss einen ganz schnellen Mod für diese ganzen dummen Menüs finden. Ich kann Strukturen verwerten. Powerrüstungsstation halt mal abbrechen, die könnte man vielleicht nochmal brauchen. Aber gut, dass er mir direkt sagt, dass das eine Powerrüstungsstation ist. Da fragt man sich ja wirklich, wo die herkommt. Also ich kann hier aufräumen, das ist ja witzig. Was habe ich denn jetzt gemacht? Also ich platzieren? Wofür ist das denn gut? Ich denke mal, das ist hier nicht so relevant, aber ich denke mal, damit kann man sicherlich noch coole Sachen machen, oder? Wenn man die so verwerten kann? Das ist ja geil. Okay, gut, das wusste ich noch nicht, dass das geht. Aber was kann ich noch machen? Warte mal. Wie kann ich das hier umschalten? Ah, Möbel. Kann ich die jetzt bauen? Nee. Schutz, warte mal. Wofür soll das System denn bitte schon gut sein? Herstellung? Warte mal. Herstellung? Hä? Okay, ich verstehe dieses System nicht. Aha, ich befinde mich also im Bau. Ich könnte das komplette Dorf wieder aufbauen, wenn ich wollte. Das ist ja interessant. So, was ich auch noch sagen wollte, weil ich bei der letzten Aufnahme eigentlich am Anfang gesagt habe, ich habe mich bis jetzt noch gar nicht spoilern lassen. Und zwar ist es folgendermaßen. Erstmal, ich hab beim dicken Wikinger kurz vorbeigeguckt und da habe ich gesehen, was der so alles gemacht hat. Der hat zum Beispiel dieses Mod umbauen hat er gemacht. Das habe ich gesehen, habe mich gefragt, na, ist ja ganz cool, was macht der denn da Schönes? Und da habe ich das, mal gesehen, was man hier noch alles machen kann. Das ist scheiße, hier, wie zigtausend Sachen kann man hier einbauen. Also erstmal habe ich nicht so die richtig geilen Skills dafür, aber ich muss mal gucken, was kann ich denn machen. Ich kann zum Beispiel meinen Verschluss kann ich ändern, beziehungsweise kann ich nicht. War der nicht gerade gesagt? Nee, hat er nicht gerade gesagt, ich kann einen leichten Verschluss machen. Was brauche ich denn dafür alles? Aber auf jeden Fall kann man hier coole Sachen aufbauen. Man kann hier wieder ein Leuchtvisier, hier noch ein Reflexrevier, ein Reflexkreis. Man kann hier auf jeden Fall seine Pistole OS hochmodden. Dafür müsste man bloß irgendwie mal Wissenschaften und so einen anderen Spaß für modden. Mache ich denn auch bald im nächsten Mal. Das wusste ich gar nicht, dass man sowas in Fallout alles kann. Also das ist ja. Das ist wirklich der Wahnsinn, was man hier alles für Sachen machen kann. Und dann haben wir automatisch Zugriff auf eingelagerte Gegenstände und wenn der Gegenstand in oder freigeschaltet ist. Ja, wo kann ich denn hier Gegenstände einlagern? Warte mal, Transfer. Ah, hier kann ich. Okay, gut. Also wie gesagt, das ist glaube ich hier, das wird hier sehr, sehr, sehr schnell für Zeit für einen Inventar-Mod. Habe ich schon das Gefühl, weil allein dieses Rumscrollen hier, das reicht mir eigentlich schon wieder. Das muss ich echt nicht haben. So, wie dem auch sei, ich habe mich wie gesagt noch nicht spoilern lassen, außer weil ich mit Wicker, der hat genau sowas gemacht an einer anderen Station, die weiter weg war. So, da kann ich jetzt einfach mit Cosworth, wo ist denn jetzt hin? Cosworth? 26 Meter weit entfernt. Auf jeden Fall habe ich das mir da aufgefallen. Ich habe mich wirklich noch gar nicht, also ich habe wirklich, ich weiß nichts. Was kann ich hier noch machen? Ich kann meine Anzüge ohne Extras isoliert, behandelt, resistent, modifizieren. Das kann ich hier machen. Achso, dann bringt es Strahlenschutz. Abschirmt. Okay, das ist natürlich das richtig interessant, dass man sowas machen kann. Das finde ich ja gar nicht so schlecht, das Modding-System. Die Frage ist bloß, wie sinnvoll ist das, was mir vor allen Dingen einfällt. Was ist denn Molotov-Cocktail? Der schon Molotov-Cocktail. Ich wollte eigentlich mal hier das. Warte mal, ich mal ein paar Outfits hier ausprobieren. Das lässige Outfit, wie sieht denn da. Lol. Ich habe jetzt tatsächlich das Kleid meiner Frau an. Also zumindest. Naja. Wissen schon. So, und jetzt habe ich einen brandneuen Vault-Anzug an. Ah ja, gut, okay. Behalten wir erstmal den an. Der soll ja, der müsste ja nicht relativ warm sein, der Vault-Anzug, oder? Weil prinzipiell ist der ja, der ist ja so ein, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie den Bunker konstant auf 30 Grad heizen. Auf jeden Fall, ich habe mich nicht spoilern lassen, das heißt, ich kann sinnlos rumphilosophieren, ohne dass mir irgendjemand vorwerfen kann, dass ich oh, mir einen Zahnbürste im Briefkasten, ohne dass ich vorher wüsste, was Sache ist. Und ich vermute jetzt einfach mal in den Raum hinaus, fertige US-Flagge? Kann man sicherlich mal gebrauchen. Ich vermute mal ganz wild in den Raum mit. Also wir wissen ja schon irgendwie, dass. Oh, Blähfliegen, ekelhaft. Wir wissen ja, dass wir hier im Commonwealth sind und dann Fallout 3. Noch mehr Blähfliegen. Wir wissen ja, dass in Fallout 3 hat man bereits mit dem Commonwealth und rund um Boston und dem Institute, also das Boston Institute of Technology, hat man schon zu tun gehabt. Und zwar in dem Sinne, dass man diesen einen Roboter, Harkness hieß er, auf Rivet City. Sollte man da wieder einfangen und oder in die Freiheit entlassen, weil da gab es irgendwie eine Untergrundorganisation. Ich würde mal stark vermuten, dass damit was zu tun hatten. Wir erinnern uns an Fallout 2, wo sie den Bunker bei Arroyo, beziehungsweise die Bevölkerung von Arroyo, doch ja, die Leute bei Arroyo, in Gefangen genommen haben, weil die Leute scheinbar etwas reiner waren. Sturmfeuerzeug, schön. Etwas reiner waren als die meisten anderen Menschen, die irgendwo umhergezogen sind. Einfach nur, weil die scheinbar irgendwie ein bisschen isolierter waren, erst aus jüngster Zeit, dass sie am Bunker da rausgekommen sind. Oder warte mal, die anders, die Leute um Arroyo waren ihre eigene Zivilisation. Warum hat der die Munition, ne, aufgelagert? Die Leute in dem Bunker, der daneben war, waren besonders reines Dings, weil die nicht von der Außenwelt kontaminiert wurden. Und das wurde Präsident,
hieß er denn? Ich habe keine Ahnung mehr, wie er hieß. Aber auf jeden Fall der Präsident vor Eden, der andere, der in Fallout 2 in der Sache war, der wollte ja damit irgendwas Tolles machen. Also mit den Leuten. Der wollte ja irgendwelche tollen genetischen Experimente. Also kann ich mit Cotsworth jetzt reden? Ich glaube nämlich nicht, dass wir bis jetzt irgendwelche Nachbarn gefunden haben. Sieht mich nicht so danach aus. So, moin. Cotsworth? Bist du da Ken? Hm? Ihre Frau und der kleine Sean. Sie sind nicht hier. Und ich würde mal stark vermuten, dass es hier irgendwas Ähnliches damit hat. Also ich weiß noch nicht so richtig, wie ich die Cyborgs damit reinpacken soll, von denen wir ja schon wissen, dass sie existieren, oder Androiden sind es ja eher. Aber auf jeden Fall irgendwas mit dem genetischen Material von einem eingefrorenen Dings von vor 200 Jahren, die unverändert ist, ist auf jeden Fall schon mal irgendwie ein Hinweis drauf. Was ist denn hier? Das war einfach nur eine Holzkatze. Ist für mich auf jeden Fall irgendwie ein Hinweis. Warte, ist die Nuka-Cola halt? Achso, Nuka-Cola ist wirklich Nuka-Cola. Noch mehr Bläfliegen. Also macht mir ein bisschen Angst, dass hier so viele tote Bläfliegen rumliegen. Und safe. Hab keine Haarklammern. Warum eigentlich immer noch nicht? Nicht mal ein Bad hier? Warum habe ich eigentlich wirklich noch keine einzige Haarklammer gefunden? Was, ein Palettenkleid? Moment. Moment! Ich bin neugierig. Also das war, ich find's ja... Wow. Das war eigentlich sehr gut erhalten, ne? Also ich find's jetzt ja sehr schön... Ah, dass ich auf dich hier noch Escape drücken werde. Ich find's ja sehr schön, dass man jetzt als Mann die weiblichen Klamotten anziehen kann, ohne dass man da die eigene Ausrüstung... Also dass man das wieder auf männlich-weiblich umgemünzt ist. Das hat mich in Fallout... Also es war jetzt nicht wirklich relevant, aber es hat mich in Fallout 3 gestört, dass irgendwie das Negligé... Für einen Mann war das dann halt irgendwie so ein Anzug und als weiblichen Char hast du halt wirklich so ein Negligé halt angehabt. Das ist, war irgendwie ein bisschen komisch. Das ist schön, dass du das jetzt zumindest so konzentriert hast. Was habe ich denn jetzt noch? Ein sauberer schwarzer Anzug. Coolio. Vor allem sauber, ne? Warte mal, wie viel Rüstungswert hat denn der? Warte, der Wortanzug hat 5 und 10. Der hat gar keinen. Ach, das ist natürlich schade. Warte, jetzt muss ich mal... Jetzt zurück zur Werkbank. Jetzt muss ich mal raus, dass ich übel. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Also, wir verlassen gleich den Ort. Ich wollte hier nochmal kurz das Dorf richtig durchsuchen. Nicht so wie andere Leute... Weil alle anderen Leute, die ich bis jetzt gesehen habe, die sind hier immer sofort rausgerannt aus diesem Dorf. Warte mal, das ist der Waffendingsbums. Hier möchte ich nicht rein. Ja, ich möchte hier verlassen. Also, ganz ehrlich, diese Konsolensteuerung ist zu kotzen. Hä? Können wir bitte mal die Maschinen da loslassen? Danke. Ich wollte mich ja nicht an den Ding. Nee, wo wollte ich denn ran? Ach ja, genau, an die Werkbank wollte ich. Nee, ich kann nur den Voltanzug. Okay, also man kann nur Gegenstände verändern, die auch tatsächlich jetzt Rüstung zählen. Na gut. Also, jetzt mal ganz hetero. Deadass. Wirklich, dass ich doch einen weiblichen Char spielen sollen. Aber siehst du, ich hab sogar einen weiblichen Char gemacht. Ich glaube, ich habe sie gesagt. Nee, wie habe ich sie denn genannt? Ich habe ihr einen Namen gegeben, aber ich habe ihn schon vergessen. Also, ich hatte auf jeden Fall einen weiblichen Char für meinen Techniktest, weil ich musste gucken, ob Fallout tatsächlich auch flüssig läuft auf meinem Rechner. Und habe deswegen vorher schon mal. Also, ich habe bis hier gespielt. Ich bin bis zum nächsten Dorf gerannt. Da sind irgendwelche Banditen, das kann ich jetzt schon mal sagen. Das weiß ich schon. Aber ich bin halt echt durchgerannt. Ich habe alle Dialoge schnell durchgenutzt. Nutzen kennst du? Ich habe alle Dialoge einfach durchgeskippt und hab gemacht und getan und generell überhaupt. Ich hoffe übrigens, dass man die ganzen Crafting-Materialien alle automatisch ablegt. Das wäre eine Komfortfunktion, den habe ich schon durchsucht. Das wäre eine Komfortfunktion, die ich sehr genießen würde. Und jetzt habe ich mittlerweile hier schon zwei Truhen gesehen, für die ich eine Haarklammer brauche. Vor allen Dingen sind beide leicht. Es gibt übrigens noch die ersten Bugs im Fallout. Ich denke, ich hoffe, die werden bald gefixt. Und zwar scheinbar ist die Simulationsgeschwindigkeit ist der Framerate. Der Framerate gleich. Also auf gut Deutsch, also zum Beispiel, er checkt, sagen wir mal, wenn du 60 FPS hast. Ja, ich habe gerade zum Beispiel 50. Ich habe gerade 50 FPS, das heißt, er checkt 50 Mal in der Sekunde. Er checkt 50 Mal in der Sekunde auf Kollision. Wenn ich gegen so eine Wand gegenrenne, macht er 50 Mal in der Sekunde, guckt er, ob mein 3D-Modell schon in der Wand ist oder nicht. Und wenn es in der Wand ist, dann setzt er es halt zurück in den letzten Status, beziehungsweise macht irgendwas, was halt das Spiel tun wird, um was man halt so tut, wenn man da dran ist. Übrigens, die Kühlschränke mit der Fensterscheibe sind doch eigentlich sehr ungünstig, oder? Ich meine, das ist, ich weiß nicht, so Glas hat jetzt nicht so die beste Wärmedämmung, ne? Das habe ich jetzt ja alles durchsucht. Ich bin hier. Oh, Vorkriegsgeld, das kann man sicherlich noch irgendwo umwandeln. Ich bin übrigens kein Fan von diesem komischen Geräusch, was man macht, wenn man was anschlägt. Das Auto hat fast gut überlebt. Ich frage mich, ob die Autos immer noch explodieren, wenn man so mit was anschießt. Ist das hier? Nö. Mit der Granaten. Das ist wirklich nur ein Mülleimer. Ich frage mich, ob es dieses lustige Postsystem aus New Vegas hier wieder gibt. Ich weiß gar nicht, gab es das in Dings eigentlich auch? Jetzt habe ich vorhin mit Cotsworth gar nicht die Umgebung durchsucht, ne? Mal gucken. Zeitreife Anfänger. So, mit Cotsworth die Nachbarschaft. Ja, wie lange soll denn das dauern? Moment. Ich renne mal kurz nochmal zurück, aber wie lange soll denn das dauern, bis ich da die Nachbarschaft durchsucht habe? Das dauert ja ewig, oder? Was vor allem die auch beeindruckend ist, dass das hier alles... Also ich finde übrigens mit den Zeitrahmen von Fallout nicht mehr ganz so einverstanden. Also ich bin sehr gespannt, wie es hinter dem Commonwealth sein wird, beziehungsweise in Boston selbst. Weil prinzipiell war Fallout 1 war wirklich halt wirklich nach dem Weltuntergang und alles. Und das war ja schick und schön. Und, ja, was ist jetzt Schönes zu sagen? Ach so. Die Frau und der kleine Sean. Ja, weiß ich kurz, aber danke. Auf jeden Fall, Fallout 1 und 2 waren so über den Welten, da waren so über den das Ende der Zivilisation und den langsamen Wiederaufbau. Das sieht man noch schon im Verlauf von...
Schrubbenloser Tischlampe, okay. Das sieht man auch ein bisschen im Verlauf von Fallout 1 zu Fallout 2, wie dann Arroyo langsam aufgebaut, das kleine Dorf und so weiter. Ich lasse jetzt diese dumme Quest hier mit Cosplay in Ruhe, der kann mich mal. Wir finden hier eh nichts, das geht mir viel zu langsam hier mit all den Dings. Ich kann ihn noch nicht mal ansprechen und sagen, ja, wir lassen das mal. Das ist eh sinnlos, insofern, pff. Ich renne jetzt raus aus der Stadt hier, ist ja gut. Das Ding ist, Fallout 3 hat dann die ganze Serie ganz schön wieder zurückgesetzt, wo dann einfach... Was haben wir hier noch? Ach, noch ein Fischnapf. Hundenapf. Wo dann auf einmal die Situation wieder am Ende war, wobei im Fallout 3 fand ich das schon sehr schlecht zu glauben, dass im Jahre 2278, also mir ist übrigens aufgefallen, wo ich vorhin nochmal geguckt habe, wir wissen ja sogar wann es ist, wir haben 2287, Fallout New Vegas hat 2281 gespielt, also das ist 6 Jahre nach New Vegas. Auf jeden Fall, wir wussten ja schon, wir kennen das ja schon. Auf jeden Fall, und dann war, was ist denn ja schon, das bei Gamla Outfish, gleich noch ein könnte. Muss mal gucken, wie viel darf ich überhaupt noch mitschleppen. Wie voll ist mein Inventar bis jetzt? Ich habe nicht so viel. Boah, ich hab Platz ohne Ende. Okay, also anscheinend, man wird hier nicht so schnell überladen. Also ich habe ja vorhin schon ordentlich gelootet, wie Sau. Was ist das hier, Washing? Ich bin so schlecht im Chat. Aber gut, dass die Kupferpatina vor allen Dingen noch da ist. Man wird ja eigentlich vom sauren, obwohl, naja, gut, nach Naturkatastrophe hat man da sauren Regen. Übrigens, diese grüne Patina auf Kupferstraße, und die passiert heutzutage gar nicht mehr, weil unser Regen schon bereits zu sauer ist. Deswegen kommt dann nur noch eine schwarze Patina auf, um welchen Bäumen und so Zeug. Habe ich gerade nachher angenommen, Fallout 3 war das dann wieder zurückgesetzt. Da war dann wieder immer noch Ende der Zivilisation. Nach 200 Jahren. Also irgendwann. Oh, guck mal, ein Hund. Hallo, Hund. Hey, Kumpel. Was machst du denn ganz allein hier draußen? Vor allem, wie der Hund hier so steht. Guck mal, der total in Hab-8-Stellung und freundlich und null mutiert und alles. Hast du kein Herrchen mehr, Kumpel? Okay, lass uns zusammenbleiben. Hallo, Hund. Hey, Kumpel. Was machst du denn ganz allein hier draußen? Du scheinst echt okay zu sein. Ich kann mit ihm noch reden, das ist ja lustig. Streiche, streiche, streiche. Okay, lass uns zusammenbleiben. Oh ja. So, gut. Also ist hier genau, hier ist die Wegstatt, wo ich Vicky gesehen habe, wo er rumgehantiert hat. Stimpack, Zeug. Scheinbar kann ich ja looten bis zum geht nicht mehr, weil jetzt haben wir jetzt Strukturen. Ah, jetzt kann ich wieder hier Strukturen bauen? Oder war. Nee, das möchte ich verwerten. Ja. Also das ist, zumindest das Haus einrichten haben sie jetzt deutlich besser gemacht als vorher. Also das ist, da kann man jetzt auf jeden Fall, oh, warte, man kann die Werkbank auch verwerten, das möchte ich eigentlich nicht, oder? Was bringt denn das alles? Das bringt ja gar nichts. Na gut, das hier zu bauen ist wahrscheinlich auch relativ günstig. Was man hier alles verwerten kann, man könnte die komplette Spielwelt aufräumen, wenn man wollte. Das Problem ist halt echt die Tastenbedienung, die ist echt dämlich hier, ne? Ich weiß nicht, diese Power-Rüstungsstation, die findet man hier echt an jeder Ecke, ne? Egal, jetzt. Transfer, so hat er das jetzt automatisch übertragen? Nee, hat er nicht. Aber ich kann das leider noch nicht. Ich kann ja ordnen. Ich bin doof. Aber meine Kleidung, meine Hilfsmittel, meine Diversen, mein Schrott. Was zählt denn hier eigentlich alles als Schrott mit? Egal, alles eingeladen. Wenn die Werkbank sowieso das Banksystem. Okay, dann wird es ja wahrscheinlich das Banksystem nicht geben, weil wenn die Oh. Wenn die Werkbank nämlich das Banksystem hat, dann ist ziemlich dämlich, oder? Das kann ich jetzt auf jeder? Jawohl. Okay, gut, also alles klar. Ab und fort ist die Werkstatt das offizielle Banksystem. Ja. Warte mal, Hund. Oh, was haben wir hier Schönes? Warte mal, übrigens, mir wurde gesagt, es gibt ein VATS. Oh, das ist ja eine Bewegung, das ist ja dämlich. So, wie kann ich das jetzt annehmen, so? Ich finde es vor allen Dingen schön, wie das nicht gereicht hat. Jawohl, Hund mache ich... Nein! Zerlege sie, Dogmeat. Oder wie auch immer du heißt. Aber ich nehme mal stark an, er heißt Dogmeat. Ah ja. Gut. Jetzt habe ich schon wieder meinen Text vergessen. Ich wollte gerade nochmal irgendwas sagen. Maulwurfsratten? Maulwurfsratten auch schon mal genial. Kommen die in der Wärme an? Ach, die graben sich hier aus! Dass sie 2 Schuss verbrauchen, finde ich nicht gut. Ekelhaft sowas. Aber dass das hier so live ist, dass das Zuhause-System ist, finde ich ja nicht schön. Also ich könnte jetzt hier überall. Oh, eine Laborstation, warte mal. Boah, wie viel Munition ich hier raushaue. Laborstation, Drogen, Granaten, Molotow, Mentas, man kann ja alles herstellen. Kühlflüssigkeit. Ey, Kronkorken, ja, die gibt's wieder. Ach ja, genau, ich war gerade die Kronkorken, das wäre ja nur was abklicken würde. Hier ist ja auch andauernd noch was Neues. Die Tankstelle sieht ja wie sehr. Was haben wir hier? Ein Schutzhelm? Den nehmen wir mit. Ein Eiskühler ist das. Ach so, okay, gut, also dieses. Eine Rüstung ist. Ach ja, gut. Ja, gut, ich kann mein. Oder kann ich mittlerweile was bauen? Ach doch, ich kann isoliert bauen, warte mal. Ich kann isoliert machen. Was brauche ich dafür? Ja, das würde ich gerne bauen. Anfertigen. Das habe ich die jetzt auch an? Natürlich habe ich wahrscheinlich die isolierte Variante nicht an, oder? Dann können wir bestimmt ballistisch. Ja, okay, das ist isoliert. Neu. Sieht irgendwie optisch anders aus als vorher? Nö, oder?
Naja. Egal, er ist wie so. Oh, was ist ein Hund? Ist da was in der Truhe? Baumwollgarn. Ja, danke, Hund. Also, hier ist auf jeden Fall so aus, würden hier Leute. Ach, das ist eine Kochstation. Ach, kick einer Schau. Ich kann hier kochen. Warte mal, mir fällt gerade auf, ich muss die gar nicht mit Enter bestätigen. Ich kann doch einfach E drücken, oder? Ja, kann ich. Lol, kann man hier wieder eine Köterkeule? Kann man hier wieder Skyrim-technisch, wieder Skyrim-artig leveln, indem man einfach zigtausend Sachen herstellt, dafür XP kriegt? Ja, möchte ich gerne verlassen, weil kann ich das mit E bestätigen? Ich kann das wirklich mit E bestätigen, das ist natürlich mega praktisch. Gut, dann ist es doch nicht so schlimm mit der Steuerung. Ich wollte mich die ganze Zeit schon über die Konsolensteuerung aufregen, dass du nicht Enter... Was sind das hier für Riesenklasse? Was sind das für eine Tankstelle? Achso, das sind Telefonzellen waren das mal. Na gut. So, zurück zu Fallout 3. Auf jeden Fall zu Fallout 3 war das sehr unglaubwürdig, dass die Zivilisation immer noch am Ende war. Und dessen fahren auf New Vegas, so im Nachhinein, wo ich immer drüber nachgedacht habe. Grüne Pilze, komische Nester. Kann man hier was machen, wie zum Beispiel Zeug reinschmeißen? Leuchtende Pilzen, weiß ich nicht, ob ich die so gut finde. Eigentlich war Fallout 3 ein Rückschritt und Fallout New Vegas war dann tatsächlich wieder über den Wiederaufbau der Zivilisation, weil mit Mr. House und der NCAA ja. Und selbst Caesar's Legion, selbst die alle, also der Konflikt zwischen Caesar's Legion und der NCAA müsste ja nicht mittlerweile mal ausgefochten sein, weil es ist ja 7 Jahre später. Blutkäfer. Da hab ich keinen Bock drauf. Naja, okay, gut. Anscheinend hat unser Hund aber Bock drauf. Zack. Ah, komm hier. Was hat mich angegriffen? Können die fernkampf? Ich muss da mal gucken, ob es hier noch mehr gibt. Ja, dass es hier so eine Bewegung ist, gibt es das bitte irgendwo nochmal in. Boah, wie ich schon aussehe. Voller Blut, gibt es das hier bitte irgendwie nochmal in komplett stillstehen? Ja, das nimmt mir ja ein bisschen den taktischen Reiz. Da muss ich eigentlich direkt mal meinen Vater fragen. Der hat die. Also wegen dem weiß ich auch nur, was in Fallout 1 und 2 passiert ist. Also gut, Fallout 1 habe ich jetzt mittlerweile bei Bruger nochmal nachgeguckt, aber Fallout 2 halt nicht. Da weiß ich nur, was passiert ist, weil ich den früher mal über die Schulter geguckt habe, wo er das gespielt hat. Ach, langes her. Auf jeden Fall war Fallout 3 ein Rückschritt. Und zumindest kommt es mir jetzt auch im. Also es wird langsam unglaubwürdig. Es ist 200 Jahre nach der Atomkatastrophe. Also wir wissen zum Beispiel, dass der rote Wald im Tschernobyl, die Bäume stehen immer noch nach 50 Jahren. Also die verfaulen nicht, weil da ist einfach alles tot. Es gibt da nicht mal Mikrobakterien. Gut. Aber das Ding ist, hier leben wir offensichtlich Blähflinge und so ein anderes Zeug. Also offensichtlich gibt es hier auch noch wahrscheinlich ein paar Bakterien, weil Zeug verfault ja auch. Weil wir haben ja mehrere abgenagte Leichen gesehen und das ganz Feine, das wird nicht ganz ohne. Coca-Cola Quantum, Zuckerbombe. Das wird nicht ganz ohne Hilfe gehen, sag ich mal. Und deswegen ist es ein bisschen unglaublich, dass der komische Baum, der vor 200 Jahren hier stand, das ist ja wirklich 200 Jahre her, also 210 Jahre, dass der immer noch da ist. Also wirklich, oh, wir haben Concord entdeckt. Hier kamen auch Leute her, ne? Die gerettet wurden durch die Vault 111. Also, naja, gerettet. naja, so gerettet ist relativ, nicht wahr? Kann ich den Hund endlich... Hey. Warte mal, reden? Was kann ich mir... Wie geht's dir, Kumpel? Holen, wegschicken? Egal, Tricks. Hey, Junge, hast du irgendwelche Tricks drauf? Cool. Mein Hund kann... Hey. Handeln? Lol. Warte mal. Kann ich meinem Hund jetzt Zeug in die Hand drücken? Verdammt, ich bin doof. Kann ich? Nein, nicht mein Ehering. Nein, zurück mit meinen Ehering. Jetzt habe ich ihn abgelegt. Jetzt weiß ich nicht mal, welcher meiner ist. Nein. Habe ich jetzt wirklich meinen Ehering abgelegt? Das ist ja ein Ding. Ja, so schnell. Ich glaube, meiner war der hier. Schwierig zu sagen. Ich werde beide Ehringe nie verkaufen. Das ist nämlich jetzt einfach aus Roleplay. Ich achte übrigens nie, was da oben in der nächsten Ecke steht. Aus Roleplay-Gründen werde ich beide nie ausziehen. Also, kann ich beide annehmen? Fällt mir gerade so ein und auf. Ne, leider nicht. Na gut. Was bringt mir eigentlich mein isolierter Anzug? Ich habe das vorhin gemacht, der ist... Ah, der hat mehr Elektronenresistenz und der ist mehr wert und der wiegt auch mehr. Na gut, so viel dazu. Oh, eine Harley. So ein Moped einfach nur. Ja, ich glaube nicht, dass wir das gefixt kriegen. So, heute mal wieder nichts geschafft. Da vorne ballert's rum, aber ich denke mal, das werden wir uns in der nächsten Folge angucken. Also gleich. Ich habe jetzt überlegt, die ersten paar Tage jetzt, wenn Fallout 3 gerade neu ist, Fallout 4. Ich kann es ja selbst kaum aushalten. Ich werde jetzt wahrscheinlich sehr viel mehr spielen als sonst normalerweise üblich. Kommt also gleich. Sobald. Also wir sehen uns gleich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.